Servus Leute, ja, heute möchte ich einmal den Märchentag für euch machen. Ja, ihr wisst ja, ich bin ein Fantasy-Fan und die früheste Fantasy, ja, das sind nun mal die Märchen. Und die liebe Littera hat vor kurzem einen eben diesen Tag gemacht und ich fand den irgendwie total interessant und dachte mir, ja, den könnte ich doch auch mal für euch machen. Ja, genau heißt er der große Märchentag, denn der hat 21 Fragen und deswegen fangen wir auch gleich an, dass das Video wieder zu lange dauert. Die erste Frage ist, welches ist dein Lieblingsmärchen und wieso? Ja, ich kann das eigentlich ganz einfach beantworten. Drei Nüsse für Aschenbrödel ist mein absolutes Lieblingsmärchen und es wird es auch immer sein. Natürlich wegen der berühmten Verfilmung, die uns jedes in der Vorweihnachtszeit und um Weihnachten immer wieder in allen ARD-Regionalprogrammen und auch in der ARD regelrecht um die Ohren gehauen wird. Das ist irgendwie mittlerweile absolute Tradition und ich schaue mir das eigentlich immer wieder an und mittlerweile, ja, vielleicht kennt ihr das selber, könnt ihr die Dialoge mitsprechen. Ja, und eben diese Story, drei Nüsse für Aschenbrödel, Cinderella im Prinzip, das ist irgendwie schon mein absolutes Lieblingsmärchen. Zweitens, vor welchem Märchen hast du dich am meisten gefürchtet? Ach, wirklich gefürchtet eigentlich so nicht. Aber wenn ich so zurückdenke, also wirklich so zurückdenke, hatte ich immer irgendwie bei der Verfilmung der Zauberer von Oz, damals der ganz berühmte Film, da hatte ich immer irgendwie Schiss vor der Hexe und ja, das war irgendwie unheimlich und da habe ich mich schon als kleines Kind ein bisschen gefürchtet, aber ansonsten ja, eigentlich nicht so. Drittens, welche Märchenfigur wärst du gerne? Boah, welche Märchenfigur wäre ich gerne? Ja, ich meine, so Prince Charming ist schon irgendwie cool, aber irgendwie, tja, welche Märchenfigur? Ich wäre entweder gerne der Prinz aus Die drei Nüsse für Aschenbrödel, denn nun ja, der kommt nun mal mit Aschenbrödel zusammen. Und ja, natürlich, ich bin ein Fan von Aschenbrödel und ja, auch viele Jungs schmelzen dahin. Die Schauspielerin natürlich, Libuse Savrankova, ein unglaublich süßes Mädel und naja, da wäre man schon irgendwie gerne der berühmte Prinz oder eben das Biest im neuen Film, Die Schöne und das Biest, denn ich meine, naja, da ist eben Emma Watson mit dabei und Bella und Emma Watson, das passt schon gut und da würde ich mich freuen und würde sogar hinnehmen, mal das Biest zu sein, mit dem Happy End natürlich dann im Hintergrund. Ja, dann kommen wir zu viertens. Welchen Märchengegenstand würdest du gerne besitzen? Welchen Märchengegenstand würde ich gerne besitzen?
Ja, ich meine, wenn man sich mal Aladdins Wunderlampe und den Djinn da so überlegt und man hätte so einen Djinn und hätte dann die Wünsche frei, das wäre schon nicht schlecht. So könnte sich, ich meine, wenn es natürlich mehr als wie drei Wünsche wären, das wäre schon eine coole Sache, glaube ich. Ja, so eine Wunderlampe wäre cool. Fünftens, wenn du verzaubert würdest, welches Tier wärst du? Gute Frage. Wahrscheinlich, ich wäre gern irgendwie ein Wolf. Ja, Patronus ist Wolf und Wolf ist ein cooles Tier. Aber irgendwie wäre ich wahrscheinlich eine Katze. Weil in meinem tiefsten Innern bin ich einfach ein Katzenmensch und wahrscheinlich würde ich mich dann irgendwie in eine Katze verwandeln. Sechstens, welcher Märchenfilm gefällt dir am besten? Ja, ich habe es anfangs schon gesagt. Ja, Drei Nüsse für Aschenbrödel wird wohl mein absolutes Highlight bleiben. Falls, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ihr den Film noch nie gesehen habt, aber ihr solltet euch den auf jeden Fall mal ansehen. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Ja. Oder drei Zaubernüsse für Aschenbrödel, wie er, glaube ich, genau heißt. Ah, ihr wisst, was ich meine. Ja. Siebtens, magst du Märchenparodien? Ja, das kann schon ganz, ganz lustig sein, solche Märchenparodien. Wenn es nicht ganz so slapstick-lastig oder so total verarschend ist. Aber solche Parodien und so Remakes und solche Märchen ein Stück weit in die Moderne holen, finde ich selber echt cool. So, ja, so moderne Cinderella-Verfilmungen zum Beispiel. Da gibt es echt ein paar richtig gute. Ja, das taugt mir schon. Aber so dann Märchen so ein bisschen zu verarschen und ins Lächerliche ziehen, das ist dann nicht so meins. Achtens, magst du moderne oder neu erzählte Märchen? Och, ja. Wie gesagt, ich find das schon ganz cool, wenn man solche Märchen in die Moderne holt. Und diese Neuauflage und ja, das ist schon irgendwie cool. Das hat schon einen gewissen Reiz, bestimmte Themen. Ja, ich meine, die böse Stiefmutter wird immer irgendwo aktuell sein und so, ja, die Aschenputtel-Story und sowas, ja, Cinderella, bestimmt irgendwie cool und du könntest auch bestimmt Hänsel und Gretel oder irgendwie sowas in die Moderne holen. Ja, wenn sie jetzt nicht unbedingt so actionmäßig Hexenjäger, habt ihr den Film gesehen? Sowas von Schrott. Das können wir in die Moderne holen, richtig cool, ja, aber so die Hexenjäger-Verfilmung Hänsel und Gretel. Oh, Leute, das ist. Nee, schade um die Zeit. Aber sonst, ja, auf jeden Fall. Neuntens, glaubst du an Märchenprinzen und für welchen würdest du dich entscheiden?
Also an Märchenprinzen, wenn ich mich jetzt mal in Mädel versetzen sollte, ja, gibt es bestimmt sowas in der Art. Ich meine, ja, der Prinz Charming, der so um die Ecke kommt, so einem über den Weg läuft und wo es dann so märchenhaft funkt und die Liebe auf den ersten Blick. Ja, ich glaube da schon irgendwie dran, dass so was passieren kann, so magisch. Und dass du so ja, so durch die Gegend läufst und dir eine Prinzessin über den Weg läuft und dann auf einmal so wie ein Märchen funkt, magische Momente und so, und sich dann irgendwie die Liebe, ja, ich mag nicht in einer Welt leben, in der sowas Magisches nicht möglich wäre. Und ich bin mir sicher, dass es das gibt. Alltäglich natürlich nicht, aber irgendwo da draußen gibt es solche magischen Märchenmomente. Da bin ich sicher. Zehntens musste ich ein Märchen mit etwas, mit Es war einmal anfangen. Muss für mich ein Märchen mit Es war einmal anfangen? Nö, auf keinen Fall. Nö, das ist so, das schränkt ein. Das kann egal wie anfangen, das muss nicht so anfangen, auf keinen Fall. Elftens, woher kennst du Märchen? Kassetten, Bücher, hat man dir vorgelesen? Ja, genau. Man hat mir vorgelesen, ich habe mir Kassetten angehört und ich hab Märchenbücher gehabt. Habe ich jetzt zwar nicht hier, aber ich habe sie unten noch in einem Regal stehen. Da stehen ein paar so ganz tolle Märchenbücher und ja, so die unterschiedlichsten Märchenbücher mit die unterschiedlichsten Märchen und auch die ganzen Grimm-Märchen natürlich und so. Ja, und das hat man früher wirklich immer mal wieder gerne gelesen. So. 12. Greifst du auch heute noch zu Märchenbüchern? Ehrlich gesagt nicht mehr, also eigentlich gar nicht. Wäre eigentlich mal wieder an der Zeit, mal so ein Märchen sich reinzuziehen, mal so ein Märchenbuch. Das ist eigentlich, bringt mich das wirklich auf die Idee, ich muss mich mal umschauen, was es da heutzutage gibt. Märchensammlungen buchmäßig wäre echt interessant. Vielleicht packe ich da mal was unten in die Videobeschreibung für euch, falls ich da was finde. Also nagel ich mich nicht fest, aber ich schau mal, ob ich da was finde. 13. Würdest du deinen Kindern Märchen vorlesen? Auf jeden Fall. Märchen vorlesen, das ist bestimmt irgendwie total cool, überhaupt seinen Kindern was vorzulesen, coole Geschichten nahezubringen, das finde ich total, oder das fände ich total cool. Ja, also bestimmt. 14. Hältst du Märchen für wichtig? Ja, durchaus. Weil ich glaube,
Märchen sind somit das erste und auch das passendste, einfachste, womit man Kinder in frühe Kindheit, also kleine Kinder, eben mit Literatur, mit Geschichte, mit Geschichten ja, zusammenbringen kann. Und eben im Grunde auch die Lust am selber Lesen fördern kann. Ich glaube, je mehr ein Kind von seinen Eltern vorgelesen bekommt, umso mehr Lust hat das Kind dann später auch selber ein Buch in die Hand zu nehmen und eben auch das Bedürfnis, selber lesen zu können. Ich will jetzt selber lesen können, weil ich möchte nämlich die Geschichte nicht nur vorgelesen bekommen, sondern ich möchte das selber lesen können. Und ich glaube, das fördert so ein Märchen oder so allgemein das Vorlesen von Geschichten bei Kindern sehr, also den eigenen Drang lesen zu können. Ja. 15. Warst du schon in einem Märchenpark? Ja, tatsächlich war ich schon mal in einem Märchenpark. Ich war auch, glaube ich, schon in mehreren Märchenparks, bloß frage mich nicht, in welchem ich da mal als kleines Kind noch war. Lustigerweise hat es früher bei mir in meinem kleinen Kaff, in dem ich wohne, tatsächlich mal einen Märchenpark gegeben. Das ist aber schon, ja, keine Ahnung, 35 Jahre her oder irgendwie so. Da war ich wirklich noch so ein kleiner Hosenscheiße. Und da war ich auch in dem Märchenpark drin. Allerdings ist der Märchenpark ziemlich bald auch schon wieder nach Eröffnung pleite gegangen. Und ja, tatsächlich stehen da heute noch in so einem umzäunten Gelände immer noch so ein paar Ruinen, die so von Bäumen und Büschen zugewuchert sind. Und wenn man ein bisschen sucht, gibt es tatsächlich noch in so eingewachsen in den Boden, findet man so Schienen von so einer Märchenbahn, die da durch den Park gegangen ist. Das ist so, also so total, ja, hat sich die Natur alles irgendwie so zurückgeholt. Das ist ganz, ganz witzig eigentlich jetzt hier die Frage. Aber das ist echt so. Also hier bei mir in meinem kleinen Kaff, da gab es mal einen Märchenpark und den hat sich die Natur wieder zurückgeholt. Ja. 16. Magst du die Disney-Märchen? Ja. Klar, ja doch, schon. Es ist immer so ein Punkt, der mich bei diesen Disney-Märchen immer ein kleines bisschen langweilt. Und das sind diese überkünstlich frohen, überextrem romantischen Sing-Sequenzen. Wenn sie dann wieder anfangen und das ist so für kleine Kinder, yay, und für viele mögen das toll finden, wenn Timon und Pumba da bei der König der Löwen Hakuna Matata singen und so. Für mich ist das eine der langweiligsten und nervigsten Sequenzen im ganzen König der Löwen. Und genau das ist das, was mich bei den Disney-Verfilmungen immer irgendwo ein bisschen stört.
dieses künstlich happy singe und romantisierte Gesinge einfach. So, das ist, ja, da bin ich zu viel Kerl irgendwie. Das, aber sonst mag ich die bis auf eben genau das, mag ich die Disney-Filme eigentlich ganz gerne. 17. Welches Märchenelement ist dir bei einem Märchen sehr wichtig? Rache, wahre Liebe, Gerechtigkeit. Ha. Bei so einem klassischen Märchen irgendwie schon irgendwie auch die Gerechtigkeit. Ja. Die Märchen, die sind ja auch eben für Kinder und bestimmt, und so ein Stück weit sind sie auch lehrreich. Wenn in solchen Märchen auch die Gerechtigkeit herrscht und man mitkriegt, dass man, wenn man Böses macht, dass man dann auch immer seine gerechte Strafe eben erhält, kann das, denke ich, auch ziemlich lehrreich für sein Leben sein. Also wenn man das als kleines Kind schon mitbekommt. Ein Happy End und die wahre Liebe und so. Das ist schon auch irgendwie cool. So Gerechtigkeit, wahre Liebe, das ist schon, sollte schon irgendwie kommen in so einem coolen Märchen, ja. 18. Welches Märchen würdest du gerne von Disney verfilmt sehen? Ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt. Ich würde mir ehrlich gesagt Hänsel und Gretel wünschen, aber als moderne Adaption. Ich glaube, das könnte echt interessant werden, wenn man das Märchen irgendwie in die Neuzeit holt. Natürlich müsstest du das ein bisschen anders erzählen und wie das alles in der Moderne funktionieren soll, ist auch noch nicht ganz klar, aber da lässt sich sicher irgendwie was finden. Ich finde das ist irgendwie spannend. Nicht Hänsel und Gretel, Hexenjäger und auf Horror gemacht, aber ja, so ein bisschen kritisch, Kindervernachlässigung und wie die dann eben möglicherweise zu irgendeiner Art Hexe kommen, die dann mit den weisen Kindern in Spe irgendwelche magischen und Dingens Schindluder irgendwie mit denen treibt und die vielleicht fressen will dann und wer weiß wie. Aber irgendwie fänd ich das spannend. So, ja. 19. Welches Märchen magst du nicht? Welches Märchen magst du nicht? Ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie am allerwenigsten mit Rapunzel irgendwie anfangen konnt. So, Rapunzel, lass dein Haar herunter und irgendwie. Das war was? Nö. Also irgendwie Rapunzel ist so für mich so das so ein leicht überflüssiges Märchen. Irgendwie, weil so. Ne? Ja. 20. Mit welchem Märchen verbindest du die schönste Erinnerung? Ja, das ist tatsächlich auch wieder irgendwie
drei Nüsse für Aschenbrödel, weil das eben einfach immer jedes Jahr so in der Familie angeschaut wurde, so die Weihnachtszeit, und da gehört es irgendwie dazu, drei Nüsse für Aschenbrödel zu schauen. Und das auch mehrfach, also ach, das kommt ja da, und dann, ach, ach egal, schauen wir es nochmal, wir haben es ja erst 150 Mal gesehen, bestimmt immer noch einmal zu wenig, von dem her, das sind irgendwie tolle Erinnerungen irgendwie so an die Kindheit, und deswegen schaut man es auch heute noch immer wieder gerne an, auch wenn man die Dialoge mittlerweile auswendig kann. Ja, ne? Doch, drei Nüsse für Aschenbrödel. 21. Dein Lieblingsmärchenautor. Boah. Ja, Märchenautor. Keine Ahnung. Wen gibt's denn da alles? Ja, die Gebrüder Grimm eigentlich. Doch. Wen gibt es denn da? Hans Christian Andersen oder was weiß ich wie. So, aber trotz allem irgendwie so die berühmtesten Märchen überhaupt stammen doch wohl von die Gebrüder Grimm. Das ist nun mal so. Und selbst wenn die Amerikaner immer mit ihrem Cinderella daherkommen, ist es doch nur Aschenputtel. Ja? Und von dem her doch, die Gebrüder Grimm sind einfach die coolsten Märchen, die berühmtesten Märchen, die stammen doch von die Gebrüder Grimm. Deswegen doch, das sind so meine Lieblingsautoren. Ja, das war die 21. Frage. Das war der große Märchentag. Ja, und wen tagge ich nun? Ich tagge mal wieder meine Büchernixen, weil ja, ihr seid eh so halbe Märchenfiguren. Von dem her, ihr könnt auf jeden Fall die Nixen. Die können auf jeden Fall bei dem großen Märchentag mitmachen. Und ja, Theresa, Leseeule Theresa, ich tag dich auch mal wieder. Und weil den Buchtoaster, ich könnte mir auch vorstellen, dass du und vor allem auch deine Schwester, die Anni, dass ihr immer noch irgendwie Märchen cool findet. Dementsprechend ja, macht doch mal zusammen den Tag. Fände ich auf jeden Fall irgendwie cool. Ja, euch drei tag ich mal und hoffe, ihr macht mit. In diesem Sinne, lest mal wieder ein Märchen. Ciao.